Rallose! Phönix Pompönix! Was ist nur passiert? Sind wir ertrunken? Und im Reich des Klabautermannes? Frau Melmer, sagen Sie es mir! Ich weiß es auch nicht. Wo sind wir hier? Ihr seid in Sicherheit! Ich habe euch gerettet aus dem tosenden Meer! Vielen Dank, lieber Herr! Aber wer seid ihr? Ich bin der Weißkopf-Seeadler Gorgula. Warum seid ihr bei so stürmischer See mit dem Floß gefahren? Wir sind auf dem Weg nach New York. Dort muss Prinz Phönix Pompönix die Welt retten, vor den Vogonen. Ja, ich habe von dem Unheil gehört. Ich kann euch helfen. Steigt auf meine breiten Schultern. Wir fliegen nach New York. Ah, oh, danke. Das wäre wunderbar. Das wäre wunderbar. Ja, so schön. Lieber Herr Adler, los Phönix, steig auf. Halten Sie sich fest, Frau Melmer. Vorsicht. Ja, Frau Lose, kommen Sie. Und los geht's. Ah, oh, wie stark Sie sind, Herr Adler. Ach, Ihre Flügel können uns alle tragen. Super. Schaut mal. Ist unsere Welt nicht wunderschön? Ja, Frau Melmer, es ist herrlich zu fliegen, es ist herrlich! Die Welt sieht von hier oben so schön aus. Phönix, halt dich bitte gut an mir fest, jetzt geht's ganz schön rasant zu. Ach, Frau Lose, ich wünschte, ich wäre auch ein Vogel und könnte das jeden Tag sehen. Ja, Frau Melmer, diese unendliche Freiheit, diese unendliche Freiheit. Guck mal, Phönix, da vorne eine Elefantenherde! Und da drüben, Phönix, Frau Lose! Ein Vulkan! Ja. Der ist ja gewaltig! Oh. Und wie dunkel der Rauch aus dem Krater aufsteigt! Oh. Also das würde ich mir gerne mal genauer ansehen. Herr Adler, können wir da ein bisschen näher anfliegen? Vielleicht drüber fliegen? Bitte, Herr Adler! Bitte! Bitte! Aber klar doch! Bloß gut festhalten, meine Liebe! Die Vogonen greifen uns an! Deckung! Hilfe! Wir stoppen ab! Pisst euch! Wir feilen den Vulkan! Ach du mein Gott! Frau Melmer! Frau Lose! Kapitän Bodantran! Die Sternenflotte hat den gesuchten Prinzen Phönix Pompönix gesichtet. Und haben wir ihn eliminiert? Ja, wir haben ihn über einen Vulkan abgeschossen. Er saß auf einem Vogel mit zwei älteren Damen. Habt ihr die Frauen auch erwischt? Ja, alle fielen in das Innere eines feuerspeienden Vulkans. Sie sind alle tot. Gut, nun schafft alle wertvollen Bodenschätze an Bord der Sternenflotte. Die Zeitbombe wird in 72 Stunden gezündet. Zu Befehl, Bruder Antrag. Phönix, Phönix, geht es dir gut? Frau Melmer! Frau Lose! Ja? Bei mir ist alles dran, wie sieht's bei euch aus? Ja, ich glaube, niemand ist verletzt, auch der Herr Adler nicht. Was war das nur, Frau Melmer? Was war das nur? Ich weiß es nicht. Der Wind? Was für ein Wind! Ja, Wahnsinn, Wahnsinn! Er hat uns wohl gerettet. Wir leben noch, wir leben noch. Das Schicksal meint es gut mit uns. Ja, aber die Vogonen, sie sind jetzt überall. Ja, ja. Ich höre die Explosionen ihrer Geschosse. Wir müssen vorsichtiger sein. Lasst uns erst in der Nacht weiterfliegen. Dann sehen uns die Vogonen nicht. Ja, Frau Lose, so machen wir es. Eine gute Idee. Ja, ja, es ist ja wirklich das Beste. Bis dahin, lasst uns noch eine Mütze voll Schlaf nehmen. Ja, Frau Lose, kuschel dich ruhig an mich.
mein lieber Phönix pro Phönix. Und Sie auch, Herr Adler. Kommen Sie her. Im letzten Moment, bevor sie die lodernde Feuersbrunst im Innern des Vulkans verschlingen würde, kam ein gewaltiger Sturm auf. Dieser hatte die Kraft aller Stürme dieser Erde, als ob sich alle guten Geister verbündet hätten, um Phönix pro Phönix zu helfen. Als ob Gott persönlich seinen Atem für die Rettung seiner Schöpfung aufbrachte. Dieser Sturm trug sie aus dem Vulkanschlot empor und bettete sie sanft auf einer blühenden Wiese. Und so schnell wie der Sturm gekommen war, war er auch wieder vorbei. Jetzt fliegen wir schon die ganze Nacht über durch. Wann sind wir denn nun endlich in New York? Ach, Frau Lose, gedulden Sie sich doch auch einmal. Das kann doch nicht sein, dass Sie hier ständig so drängeln. Ach, immer Geduld, Geduld. Ich will endlich nach New York. Ich sehe es ja ein, meine Liebe. Warten Sie. Was denn? Sehen Sie es dort vorn? Der Feuerschein. Ja. Sind das nicht die Ruinen von der Skyline von New York? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel unserer Reise. Herr Adler, was sagen Sie denn? Schauen Sie mal mit Ihren Adleraugen. Ist das New York? Ja, schauen Sie, Herr Adler, schauen Sie doch. Bei meiner sanft gekräuselten Schwanzfeder. Ja, es ist New York. Nun suche ich uns einen guten Platz zur Landung. Und dann müsst ihr alleine weiter. Ich muss mich ausruhen, bin müde, matt, will schlafen. Ja, da haben Sie recht, Herr Adler. Phönix, Phönix, aufwachen. Aufwachen, Phönix. Wir sind da, wir sind am Ziel. Ach, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig, Frau Lose. Ja, hoffentlich schaffen wir es noch. Phönix, aufwachen, wir haben es geschafft. Eine gute Reise, ja. Ah. Das sieht ja verheerend aus, Frau Müller. Ach, Frau Lose. Ach, nein. So was Furchtbares habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht ja aus wie im Fernsehen. Phönix, schau nur, ob man das jemals wieder aufbauen kann. Ich glaube es nicht. Wir müssen uns zur Freiheitsstatue durchschlagen. Im Kopf der Statue ist die Zeitbombe versteckt. Jetzt oder nie. Phönix, los. Wir müssen zur Freiheitsstatue. Da drüben, seht ihr sie? Ja, schnell! Wir schaffen es! Oh, Frau Möber! Wann sind wir denn endlich oben? Oh, Frau Lose! Ich kann nicht mehr. Oh, wir müssen eine Pause machen. Warten Sie einen Moment. Achtung, ruhig! Da oben! Da vorne sind zwei Vogonen! Sie bewachen die Bombe! Ach Gott, sind die hässlich! Ja. Oh. Und gefährlich! Phönix, kannst du die beiden Vogonen erledigen, bitte? Gib mir Feuer! Verpisst euch aus der Hälfte! Hurra, getroffen! Oh, super, Phönix! Das hast du gut gemacht! Ganz toll, also wirklich! Ja, super! Du bist ja so ein erfahrener Kämpfer! Ja, und so unbarmherzig, wie ein wahrer Krieger! Wir machen keine Gefangenen! Wie du willst, Phönix! Du bist ja schließlich unser Anführer! Ja! Achtung, Laserstrahl! Deckung! Da kommt ja noch mehr Vogonen! Oh nein! Feuer!
jetzt geht's wieder. Klasse, Frau Melmer. Gute Schuss. Danke. Was ist das von dir? Wir haben sie fertig gemacht. Was für ein Kampf. Oh, was für ein Kampf. Was für ein Gemetzel. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Jetzt müsste der Weg zur Zeitbombe frei sein. Ja, los, schnell, Beeilung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommt. Jetzt geht's los. Die Zündschnur an, ja? Ja. Vorsicht! Mist! Warum klappt denn das nicht? Oh, Frau Melmer, los jetzt! Geben Sie mal her, ja! Sie zittern ja! Ja! Es hat geklappt! Die Zündschnur brennt! Alles in Deckung! Schnell! Versteckt euch! Frau Melmer, Phoenix, los! Deckung! Der Sieg ist nah! Ja! Oh, Frau Melmer! Ja! Es hat geklappt! Ja! Phoenix! Ja! Die Freiheitsstatue fliegt mit der Zeitbombe in den Weltraum! Wir sind gerettet! Ja! Commander, was kommt da von der Erde auf unser Raumschiff zugeflogen? Ist es eine Rakete? Ich glaube nicht. Ich denke, wir haben die Menschheit unterschätzt. Thank you.
Schimmer, Phönix. Wir haben die Vulkanische Sternenflotte ausgelöscht. Ach, Frau Lose, was für ein Abenteuer. Und was für ein Kampf, Frau Melmer. Ja, ja, Frau Lose. Ach, übrigens, Frau Lose. Ja, was denn? Ich bin die Erika. Ah, und ich bin die Renate. Im Übrigen, Renate, weißt du, wessen Geisteskind wir sind? Nein, Erika, wessen denn? Na, von Die Gediegenen 2003. Frank und Abbe. In der Rolle des Phönix Popönix, Anton Schwertersack.